Herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Die wohl meistgestellteste Frage, die ich momentan bekomme, ist, was mir denn nun am besten geholfen hat. Ich habe ja meinen ganzen Weg geteilt und ja, das ist eigentlich die Frage, die ich am häufigsten bekomme. Und da wollte ich jetzt einfach mal drauf eingehen. Wobei ich finde, dass die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Also ich glaube, für mich der wichtigste Punkt war wirklich, meinen Körper in Ruhe zu lassen, Stress zu reduzieren, eine Verbindung zu mir selbst aufzubauen, zu meiner Intuition, wirklich quasi das parasympathische Nervensystem zu aktivieren, in die Heilung und in die Entspannung sozusagen dann zu kommen und nicht mehr innerlich den Druck zu verspüren, jetzt wieder arbeiten gehen zu müssen, jetzt funktionieren zu müssen, und einfach wirklich zur Ruhe zu kommen. Und das ist leichter gesagt als getan, weil das habe ich ja anderthalb Jahre habe ich das quasi so versucht mit der Heilung, dass ich immer gesagt habe, okay, ich mache den Selleriesaft, ich mache die Anthony-William-Ernährung, ich mache die Nährstoffsupplementierung und dann soll mein Körper dafür, dass ich diese ganzen Sachen mache, aber auch bitte arbeiten können und 40 Stunden arbeiten können. Und ich will aber auch meine Sozialkontakte aufrechterhalten und ich muss dies und ich will das und auf gar keinen Fall darf ich arbeitslos sein, auf gar keinen Fall darf ich unproduktiv sein und ich möchte, dass das jetzt alles so und so funktioniert. Und ich hatte einfach gar keinen Zugang zu meinem Körper, zu meiner Intuition. Oder beziehungsweise ich habe das ab und zu schon gespürt, dass mein Körper gesagt hat, nein, ich möchte jetzt einfach nur liegen und ausruhen. Bin aber nicht drauf eingegangen und habe einfach versucht, bestimmte Heilungsaspekte in meinen Alltag zu integrieren. Wie dann auch mal Yoga oder sehr gesunde Ernährung, was auf jeden Fall gut ist. Aber das alleine reicht halt nicht aus. Also der Schlüsselpunkt ist, dass man wirklich Stress reduzieren muss. Und ich meine jetzt nicht, dass man nur alle Stressoren wie zum Beispiel Arbeit oder Sozialkontakte oder was man äußerlich so an Stress beseitigen kann, beseitigt, sondern ich meine auch wirklich, dass man, wenn man auf dem Bett liegt, nicht da liegt und super angespannt ist und sagt, scheiße, ich habe hier diese Erkrankung und ich will und ich muss und warum ist das so und voller negativer Emotionen ist, voller Anspannung ist, voller Angst ist, sondern dass man wirklich das Nervensystem beruhigt und in die Ruhe kommt, sodass quasi der Körper auch sich heilen kann. Denn natürlich ist es auch eine körperliche Erkrankung. Das Immunsystem muss sich beruhigen, bei wem der Autoantikörper produziert oder eine Autoimmunerkrankung hat. Da ist ja ständig Aktivität, da ist ja ständig Daueralarm. Und da heißt es irgendwie auch wieder quasi runterzukommen, ins Vertrauen zu kommen und ja, einfach den ganzen Körper runterzufahren, dass sich alles wieder regulieren kann im Körper. Weil ich glaube, ME/CFS ist im Grunde eine Regulationsstörung, also zum einen des Nervensystems als auch des Immunsystems. Also fühlt sich für mich so an. Und seitdem ich wirklich meinen Frieden damit geschlossen habe, dass ich jetzt einfach mir die Zeit gebe zu heilen und da auch aktiv dran arbeite und nicht mit der Intention dran arbeite, ich mache jetzt hier 5 Minuten eine Atemübung, damit ich nachher funktionieren kann, sondern wirklich morgens aufstehe und mich so verhalte, wie mein Körper zu mir spricht. Also wenn ich merke, ich habe wenig Energie, dann habe ich heute Morgen so einen ganz einfachen Yoga-Flow gemacht zur Körperwahrnehmung mit Atemübungen und für Entspannung und Ruhe. Den poste ich mal unter dem Video hier, den finde ich wirklich gut. Und wer das nur 5 Minuten durchhält, macht es halt nur 5 Minuten und stresst sich dann bitte auch nicht, dass das halt nicht länger geht, dann geht es halt nicht länger. Also einfach diese Akzeptanz für die Erkrankung zu entwickeln und mir selber auch die Zeit zu geben, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Also ja, das Wichtigste ist, Stress zu reduzieren, sich die Zeit für die Heilung zu nehmen, sich nicht unter Druck zu setzen, dann natürlich in ärztliche Behandlungen zu sein, auch wirklich die Blutwerte zu überprüfen. Ich habe jetzt ja auch die Schwermetalle überprüft, da sind auch immer noch Punkte, wo ich was verbessern kann. Also kann natürlich auch sein, dass das Immunsystem nicht funktioniert, weil man irgendwie eine Schwermetallbelastung hat, weil man irgendwelchen Giftstoffen ausgesetzt ist, weil man irgendeine Erkrankung hat, die noch nicht entdeckt ist oder ja, eine hohe Virusbelastung hat oder Bakterien und vielleicht sogar ein Antibiotika nehmen muss, obwohl es nicht gesund ist und Anthony William sagt, das ist scheiße. Das sind halt alles so Punkte, das kann natürlich alles auch mit reinspielen. Also einfach sich ganzheitlich um den Körper zu kümmern, auf allen Ebenen und natürlich auch Ärzte mit einbeziehen, weil wenn man halt wirklich eine Autoimmunerkrankung hat oder bestimmte Dinge einfach nicht verträgt, irgendwelche Unverträglichkeiten,
dann kann man das ja überprüfen lassen und da muss man natürlich auch daran arbeiten. Aber damit sich das Immunsystem auch wieder quasi reguliert und einpendelt und weder zu schwach arbeitet noch überaktiv ist und Autoimmunprozesse in Gang setzt, muss man halt in den Parasympathikus, also in diesen Modus kommen, damit der Körper überhaupt die Chance hat, sich wieder zu regulieren und zu entspannen und zu heilen. Ja, zum Beispiel sind bei mir jetzt auch gerade die Schlafstörungen wesentlich besser geworden. Und ich denke immer, ja, wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das gemacht? Aber ich glaube, das ist halt wirklich ein Zusammenspiel von diesem Loslassen-Prozess, von diesem Rausgehen aus dem Leistungsdruck, rausgehen aus der Zukunftsangst, rausgehen auf irgendwelchen Erwartungen und wirklich jeden Morgen in den Körper hineinspüren und zu gucken, was sagt mir mein Körper? Was kann ich heute Gutes für mich tun? Also hilft es mir jetzt Yoga zu machen, hilft es mir eine Atemübung zu machen, hilft es mir noch 2 Stunden hier einfach zu liegen und an die Decke zu gucken, hilft es mir, wenn ich einen Kontakt habe, einen Austausch mit irgendjemandem oder hilft es mir, spazieren zu gehen, mich ein bisschen zu aktivieren. Ja, und dann braucht man nämlich auch gar nicht mehr das, was ich zum Beispiel in der ambulanten Reha gelernt habe, dieses Pacing betreiben, ständig gucken, wo ist meine Belastungsgrenze, wie viel Energie kostet mich diese Sache, wie viel Energie kostet mich diese Sache, weil wenn ich einen guten Zugang zu meinem Körper habe, also wirklich mit meiner Intuition verbunden bin, dann sagt mir mein Körper das schon. Also wenn ich dann in mich hineinhorche, dann weiß ich schon, was jetzt gut für mich ist und was vielleicht nicht gut für mich ist. Dann weiß ich, ob ich jetzt dieses Treffen noch machen kann oder heute noch staubsaugen kann im schlimmsten Fall. Also wenn halt nichts geht, das weiß ich, weil mein Körper sagt mir das, ob ich erschöpft bin oder müde bin. Und mein Problem war, weswegen ich lange, lange, lange nicht vorangekommen bin. Und das ist jetzt natürlich schade, aber es ist, wie es ist. Jeder braucht so lange, wie er braucht, um bestimmte Dinge zu lernen. Ich hatte einfach 1,5 Jahre, das kann man hier ja sehr gut mitverfolgen, in meinen Updates, wo ich mich zur Arbeit gequält habe, wo mir mein Körper jeden Morgen gesagt hat, ich möchte einfach liegen bleiben, ich möchte meine Ruhe haben, ich brauche die Zeit für mich zu heilen. Ich habe mich zur Arbeit geschleppt, weil ich dachte, ich muss. Ich muss dies, ich muss das. Und natürlich habe ich Anthony William gut umgesetzt. Und da komme ich jetzt auch nochmal dazu, dass ich schon glaube, dass ein hoher Rohkostanteil wichtig ist, zum Beispiel was die Ernährung angeht. Auch Entgiftung, also Schwermetallentgiftung, bestimmte Dinge wegzulassen, wie Zucker, der Entzündung auslöst, wie Gluten, was auch Entzündung auslösen kann oder oft nicht gut vertragen wird. Also ich habe ja zum Beispiel auch keine, wie heißt das denn, Zöliakie, habe ich nicht so, aber trotzdem merke ich, dass es mir besser geht, wenn ich es weglasse. Ja, und da gibt es einfach zum Beispiel auch keinen Kaffee nehmen, um seine Nebennieren wieder in Einklang zu bringen, dass die wieder sich regulieren können, einfach nicht einzugreifen in den Körper mit irgendwelchen Stimulanzien, irgendwelchen Medikamenten, die nicht 100% nötig sind. Und einfach wirklich den Körper mal in Ruhe lassen. Sich wirklich in Ruhe lassen und die Zeit geben. Und nicht denken, ich muss. Ja, also vielleicht, ja, Punkt 1 natürlich, klar, was geholfen hat, zum Arzt zu gehen, Nährstoffmenge aufdecken, beseitigen. Das habe ich schon gesagt. Schwermetallbelastung überprüfen, allgemein Unverträglichkeiten, Krankheiten aufdecken, die behandeln natürlich, Stress reduzieren, in die Ruhe kommen. Parasympathisches Nervensystem aktivieren, eine Verbindung zum eigenen Körper aufbauen, also durch Yoga, Meditation, Achtsamkeitsübungen auch ganz wichtig. Spaziergänge in der Natur ohne Handy, wirklich ohne Handy, weil ich eine Zeit lang auch immer so aufpuschende Elektromusik gehört habe und dann das Gefühl hatte, ich hatte noch mehr Energie, als ich eigentlich hatte, weil irgendwie diese Musik mich quasi aktiviert hat und ich dadurch das Gefühl hatte, ich hätte mehr Energie, als ich eigentlich tatsächlich hatte oder jetzt mein Körper eigentlich hatte und dann erst zu Hause später gemerkt habe, dass ich viel zu erschöpft gewesen wäre für diesen Spaziergang, wenn ich nicht diese Aktivierung durch die Musik gehabt hätte. Also wirklich alle Einflussquellen wie Koffein, Medikamente, Tabletten, aktivierende Musik rausnehmen und wirklich einfach in die Ruhe und Entspannung finden. Das hat mir wirklich am meisten geholfen. Dann natürlich, um dahin zu kommen, das Arbeiten an Glaubenssätzen. Da arbeite ich auch am Video, aber das wird noch ein bisschen dauern. Das kommt aber auf jeden Fall, weil bestimmte Überzeugungen loszulassen, wie ich muss Leistung bringen, ich muss für andere da sein, ich muss funktionieren, ich bin nichts wert, wenn ich nicht arbeite, ich habe Zukunftsängste, weil weiß, wie es hier weitergeht. Also auch eine Beschäftigung mit dem Thema Angst
was ja auch Stress auslösen kann, wenn ich ständig denke, oh Gott, die Inflation, oh Gott, die Energiekosten, oh Gott, wir werden keine Heizung mehr haben im Winter, dann bin ich auch wieder im Stress. Dann kann ich zwar auf dem Bett liegen und mich entspannen, aber ich bin auch ständig im Stress, weil mein Körper mit Angst zu tun hat. Und das ist halt wieder die Beruhigung der Amygdala, die Regulation des Nervensystems und einfach da eine Möglichkeit finden, für sich zur Ruhe zu kommen. Und vielleicht ist es für dich auch nicht Yoga und vielleicht ist es auch nicht Meditation, vielleicht ist es irgendwie Tai Chi oder Qigong oder PMR, progressive Muskelentspannung oder autogenes Training. Das kann auch sein. Also da vor allen Dingen auch seinen eigenen Weg finden und nicht dogmatisch irgendwas durchziehen, weil das war zum Beispiel auch, ich habe eine Zeit lang sehr intensiv Anthony William durchgezogen. Und ich dachte, ich müsste das jetzt so krass machen und ich müsste mich an alle Regeln halten, damit ich gesund werde. Aber im Endeffekt, ja, konnte ich gar nicht so viel Rohkost essen, wie ich gebraucht hätte, um Energie zu haben. Und ich wurde dadurch immer schwächer. Und dann habe ich das so ein bisschen an mich angepasst. Und seitdem geht es mir auch besser. Also einfach so den eigenen Weg finden und sich keinen Zwängen unterwerfen, sozusagen. Ja. Ein weiteres Thema war auch noch für mich, zum Beispiel Hilfe anzunehmen. Also ich hatte ja auch die Überzeugung, ich muss alles alleine schaffen und das muss nicht unbedingt sein. Also es ist auch eine wahnsinnig gute Unterstützung, wenn man in der Lage ist, Hilfe anzunehmen. Und was ich gemerkt habe, ist, dass mir zur Heilung zum Beispiel auch körperliche Nähe total gut tut. Also einfach auch Berührung. Und ich meine jetzt nicht Sexualität. Das heißt, wenn du das jetzt hörst und denkst, ja, kann ich halt nicht haben, weil ich habe keinen Partner. Nee, ich glaube auch eine Umarmung von der Mutter, der Freundin oder irgendwelchen anderen lieben Menschen, die man hat, können unglaublich das Nervensystem zum Beispiel auch beruhigen. Also durch Berührung kommt man irgendwie auch in die Entspannung und man schüttet ja auch Glückshormone dabei aus, die sich positiv auf die Heilung auswirken können. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Wir sind ja ein soziales Wesen als Mensch und wir brauchen halt einfach auch den Kontakt, um gesund zu sein. Und gerade dann, wenn man halt CFS hat. Und ich hatte das ja auch, dass ich wirklich eine Woche komplett alleine war und hier nur im Bett gelegen habe und auch nicht rausgehen konnte, meine Freunde nicht sehen konnte und mein Partner mich dann halt besucht hat. Aber ich habe schon gemerkt, dass dieser Kontakt, dass mir das auch wahnsinnig gut getan hat, so um mich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. Also sich völlig zu isolieren und gar keinen Kontakt mehr zu haben, das weiß ich nicht. Ich glaube, das macht auf Dauer auch nicht gesund, auf jeden Fall. Ja. Genau, und was an Nährstoffen jetzt besonders geholfen hat, da kam auch noch mal eine Frage, würde ich halt auf jeden Fall immer supplementieren: Zink, Vitamin C, L-Lysin, B12, insbesondere dann, wenn man vegan oder auch vegetarisch ist. Ich nehme noch wesentlich mehr Supplemente, weil ich einen Eisenmangel habe. Das ist dann wieder das, dass man es überprüfen lassen muss und einen Selenmangel und einen Kalziummangel. Deswegen nehme ich da auch was. Magnesium ist auch immer eine gute Wahl, Q10. Aber da sollte man einfach wirklich auch eine Blutanalyse machen, da auch das Geld investieren und auch in gute Supplemente investieren. Also ich sag mir, ja, klar, ich bin auch immer krankgeschrieben und arbeite nicht und habe nicht viel Geld, aber das, was ich habe, investiere ich einfach in meine Gesundheit, weil mir das einfach das Allerwichtigste ist. Und ohne Gesundheit ist das Leben halt auch einfach nichts. Und da habe ich mir mittlerweile jetzt schon gute Supplemente rausgesucht, wo ich merke, okay, da profitiere ich von. Gab halt auch in der Vergangenheit welche, wo ich nicht so von profitiert habe. Und genau. Falls ihr die Bücher von Anthony William noch nicht kennt, ich bin nach wie vor ein Fan davon, auch wenn ich denke, dass man nicht alles 100% dogmatisch durchziehen sollte. Aber insbesondere das. Also insbesondere was Brain Fog angeht, hat mir der Selleriesaft einfach so wahnsinnig geholfen, dass ich den einfach weiterempfehlen kann. Und auch viele Smoothies aus seinen Büchern von Heile dich selbst sind einfach, da merke ich einfach, das tut meinem Körper gut. Und deswegen kann ich es nur empfehlen. Ja, ich verlinke die auch nochmal unten in der Infobox, genauso wie die Nahrungsergänzung, die ich nehme. Und wichtig ist dann, glaube ich, einfach auch nicht zu streng mit sich zu sein. Also wenn man jetzt liest, das ist gut und das ist gut, ja. Aber ich glaube, in dem Moment, wenn es wieder Stress für einen ist, alles umzusetzen, ist es halt wieder kontraproduktiv. Deswegen mache ich das im Moment so, dass ich sage, so 80-20, 80%, 100% gesund und 20% auch mal was, was vielleicht nicht so gesund ist.
Ich bin immer vegan, aber ich bin halt auch vegan aus ethischen Gründen, nicht nur aus gesundheitlichen. Wobei ich ja das auch für die gesündeste Ernährungsform natürlich halte. Genau, und kommen wir jetzt mal zu den Symptomen, die ich noch habe. Da wurde ich halt auch nachgefragt, ob ich da nochmal ein Update geben kann. Und bei mir sieht es derzeit halt so aus, dass ich immer noch mit Schlafstörungen zu tun habe, wobei jetzt die letzten 2 Nächte super waren. Also ich war mal 1 Stunde wach, aber ansonsten sehr gut. Das freut mich auf jeden Fall. Dann habe ich natürlich weniger Energie zur Verfügung als jetzt jemand, der gesund ist. Aber ich kann schon 2 Stunden am Tag spazieren gehen. Ich kann mich auch konzentrieren für ein paar Stunden. Dann brauche ich aber wieder eine Pause. Also mein Körper signalisiert mir dann schon, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie 1 Stunde, 2 gelesen habe oder auch 1 Stunde spazieren war, dass ich dann wieder eine kurze Pause brauche. Also es wäre jetzt nicht so, wenn ich auf einer Arbeit wäre, dass ich 8 Stunden durcharbeiten könnte. Wobei ich muss sagen, ich könnte das. Aber ich würde zu Hause wieder umkippen und ich würde nicht weiter heilen. Das war im Endeffekt auch das, was ich gemerkt habe, als ich bei der Wiedereingliederung war. Dass je mehr Stunden, irgendwann war es so, dass ich nicht mehr geheilt habe, sondern eher einen Rückschritt gemacht habe. Und ich weiß, dass es definitiv gerade auch noch so wäre. Also mein Körper signalisiert mir noch, ich brauche die Zeit, um weiter quasi meinen Akku aufzuladen und voranzukommen. Und ich glaube, in dem Moment, wenn ich jetzt arbeiten gehen würde und nicht mehr so auf meinen Körper, auf meine Intuition hören könnte und mich hinlegen könnte, wenn ich es brauche, dass es dann halt nicht weiter vorangehen würde. Und da muss man halt auch gucken. War ich eine Zeit lang auch extrem frustriert und dachte, das muss jetzt und ich will das jetzt aber mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich mir sage, nee, meine Gesundheit ist mir das Allerwichtigste und Priorität Nummer 1. Und da habe ich auch die Geduld. Und ehrlich gesagt, ich komme mit mir selber super aus. Also ich habe keine Gefühle von Einsamkeit, von Langeweile, von Leere derzeit. Ich genieße das einfach im Einklang mit meinem Körper auch zu sein jetzt und ja, ein besseres Verständnis für mich selbst entwickelt zu haben. Und das geht auch nicht von heute auf morgen. Da war viel mentale Arbeit auch nötig, so dass es mir jetzt so geht, wie es mir geht. Genau. Und an Symptomen, also ich habe noch ein paar ganz kleine Lymphknoten, aber die sind kleiner geworden insgesamt und weniger, vor allem auch weniger geworden. Was ich noch habe, ist kurz vor der Periode, also 2 Tage vor der Periode, dass es mir mental nicht gut geht und auch so den ersten, zweiten Tag, dass ich Schmerzen habe, da könnte ich definitiv nicht arbeiten oder irgendwo hingehen, weil dann einfach mein Körper eine erhöhte Entzündungsbereitschaft hat. Also ich merke das auch, wenn ich dann in der Zeit mal was mit Zucker esse. Dann kriege ich direkt Eiterpickel und Gelenkschmerzen wieder. Also wenn man es jetzt so sieht, es hat sich noch nicht alles wieder zurückgebildet, aber ich habe aktuell keine entzündeten Gelenke. Aber kurz vor der Periode, wenn ich dann, wie gesagt, nicht auf meine Ernährung achte, da merke ich es besonders, dann aktiviert sich das wieder und ich kriege wieder Schmerzen, auch Unterleibsschmerzen, die in die Beine ausstrahlen. Und ja, so ist es. War damit schon mehrfach beim Frauenarzt und er meinte, sieht jetzt nicht zum Beispiel aus wie eine Endometriose, falls mir jemand das schreibt, das scheint es nicht zu sein. Und es gibt auch mal Zyklen, wo ich gar keine Schmerzen habe, aber die sind eher selten. Es ist einfach so, dass in der zweiten Hälfte des Zyklus die Entzündungsbereitschaft zunimmt und ich da grundsätzlich weniger Energie habe. Genau. Ich gucke mal kurz auf meine Liste, weil ich jetzt dachte. Ja. Genau. Wenn ich halt wenig geschlafen habe, das heißt, mein Nervensystem schlecht reguliert ist, durch irgendwelche Belastungsfaktoren, die ich habe, also weil ich mich ja auch mit Vergangenem beschäftige, sozusagen jetzt Richtung Psychotherapie, dann merke ich schon, wenn ich wenig geschlafen habe, dass ich dann schon Probleme mit dem Nervensystem bekomme, im Sinne von Überreiztheit, dass ich dann ein Zucken hinter den Augen bekomme, meine Augen brennen, ich am liebsten nur mit Ohrstöpseln und Schlafmaske quasi liegen möchte, weil mir die Reize, also weil ich extrem reizempfindlich bin. Es kann auch noch mal vorkommen, wenn ich halt, wie gesagt, zweite Zyklushälfte in die Sauna gehe, dass ich dann Probleme mit dem Herz-Kreislauf-System bekomme und mein Körper diese Temperaturschwankungen nicht regulieren kann und ich ohnmächtig werde. Das war in letzter Zeit jetzt nicht mehr so häufig. Das kann aber immer noch mal vorkommen, wenn es mir nicht gut geht. Aber da ich da auch ein Gespür für meinen Körper habe, weiß ich auch, wann so ein Tag ist. Und dann würde ich das halt auch einfach nicht machen und mich eher ausruhen, sozusagen. Also da habe ich auch ein gutes Gespür, was mir hilft und was mir nicht hilft in dem Sinne. Das kann noch mal vorkommen, genauso wie irgendwie Kopfschmerzen und Erschöpfungssymptome, Müdigkeit.
Das auch, aber eben auch dann, wenn ich nicht schlafe und das Nervensystem da überstimuliert ist. Und ich möchte nach wie vor keine Medikamente nehmen, um das irgendwie zu beschleunigen. Klar kann man ja auch sagen, ja, wenn das halt durchs Nichtschlafen kommt, dann nehmen wir einfach jetzt Schlaftabletten. Aber das ist in meinen Augen keine dauerhafte Lösung, zumal die auch wieder die Leber belasten. Und das ist auch so ein Punkt, wer Probleme mit chronischer Virenbelastung hat oder Autoimmunerkrankungen. Da ist meistens auch die Leber mit angegriffen. Und dass man da halt einfach guckt wegen der Entgiftung und nicht noch zusätzlich so viele Medikamente schluckt. Ja, genau. Und zum Schlafen abends hilft mir auf jeden Fall die Akupressurmatte. Ich nehme auch CBD-Öl ab und zu. Genau. GABA, Tryptophan nehme ich immer noch für die Stimmung, aber das habe ich auch alles unten verlinkt. Also das CBD-Öl jetzt nicht. Wer da Interesse hat, hat mir schon mal jemand geschrieben, was ich da jetzt nehme. Genau. Ja, aber soweit. Es wird immer besser. Also ich merke das ja auch an der Konzentration. Ich konnte halt früher auch kein PlayStation spielen, weil ich mich dafür keine Nerven hatte. Ich konnte kein Buch lesen. Ich weiß nicht. Konnte kaum Serien schauen. Und das geht alles wieder. Also das geht selbst, wenn ich meine Periode habe, dass ich da, also die Einbrüche insgesamt sind nicht mehr so tief. Es geht eigentlich konstant eher, also wenn es früher so war und ich richtig abgesackt bin und wirklich nur noch im Bett liegen könnte, wenn es mir jetzt mal einen Tag schlecht geht, dann ruhe ich mich aus. Ich kann aber immer spazieren gehen und ich kann immer noch eine Serie gucken irgendwann am Tag. Also es ist nicht mehr so, dass ich dann nur da liege mit Ohrstöpseln und Schlafmaske, weil mir alles zu viel ist und ich Kopfschmerzen habe und Ganzkörperschmerzen und Halsschmerzen und geschwollene Lymphknoten und völlig im Eimer bin, mit keinem mehr sprechen kann, keinem mehr antworten kann und so. Also das ist alles nicht mehr so. Insgesamt ist der Allgemeinzustand einfach besser geworden. Und ich bin der Meinung, falls du das jetzt siehst und noch ganz am Anfang bist, vielleicht das pfeifische Drüsenfieber hinter dir hattest, du musst nicht arbeiten, du musst nicht durchhalten. Das Einzige, und wahrscheinlich kannst du sogar dein Ziel, wieder zu arbeiten, wenn du das denn hast, schneller erreichen, wenn du erstmal rausgehst und deinem Körper komplett machen lässt. Das war im Endeffekt mein Fehler, dass ich gedacht habe, ich kann Einfluss nehmen, wenn ich das und das mache, geht es schneller und ich will durchhalten und ich muss und es muss doch klappen. Und genau das hat halt nicht funktioniert. Also dieser innere Stress, dass man den einfach beseitigt und zur Ruhe kommt und das Ganze akzeptiert, annimmt und in seinem Schritt quasi wieder den Weg rausgeht. Genau, also das war jetzt mein Update zu meinen aktuellen Symptomen, was mir geholfen hat, was ich derzeit mache. Also Schwermetallausleitung bin ich noch dran, weitere Aktivierung sozusagen, mehr Bewegung, Muskelaufbau bin ich auch gerade dran. Da mache ich aber noch mal ein gesondertes Video zu. Und ja, falls ihr noch Fragen habt, auf Instagram immer gerne, in den Kommentaren immer gerne. Ich weiß, dass grundsätzlich Instagram lieber genutzt wird, aber seid da nicht sauer, wenn ihr mir lange Privatnachrichten schickt, dass ich da nicht immer gleich antworte, weil zum Beispiel jetzt auch, wenn ich mit meinem Freund im Urlaub bin, dann will ich auch den Urlaub genießen. Aber ansonsten, ich antworte immer. Manchmal dauert es nur ein bisschen länger. Genau, in diesem Sinne sage ich bis dann und alles Gute für euch.